und praktischer Toleranz bzw. Intoleranz. Und mir scheinen vier Möglichkeiten, es mögen mehrere geben, vier Möglichkeiten hier maßgeblich zu sein. Erstens, wenn um einen Ratschlag geht, wie Toleranz und Intoleranz miteinander umgehen sollen, dann wären vier Modelle. Erstens, toleriere nur den Toleranten. Das heißt eben Toleranz den Toleranten gegenüber. Das ist der Wert der Gegenseitigkeit. Das heißt, Toleranz den Toleranten gegenüber würde bedeuten, dass man neben der eigenen Ansicht andere Ansichten toleriert, respektiert, anerkennt. Und dies hat damit nichts zu tun, dass man deswegen keine Gespräche führt, um die andere Seite zu überzeugen. Die Frage ist nur, Überzeugung darf nicht von der Überzeugung ausgehen, dass meine Überzeugung die einzige wahre Überzeugung ist. Diese zweite Seite ist zurückzuweisen. Das zweite Modell des Verhältnisses wäre, Toleranz zu einem gewissen Grade auch den Nicht-Toleranten gegenüber. Ich sage hier zu einem gewissen Grade deswegen, dass zu einem gewissen Grade kann man andere Art, andere Sitten, andere Riten, andere Gewohnheiten, andere Praktiken ohne weiteres tolerieren, wenn diese anderen Praktiken nicht die Werte verletzen, die uns alle verbinden. Später werden wir sehen, diese Werte können ja eben sein wie Menschenwürde, Menschenrechte, Gegenseitigkeit oder im Sinne Gandhis die Idee der Gewaltlosigkeit. Also Toleranz auch der Intoleranz gegenüber bis zu einem gewissen Grad. Und dieser bis zu einem gewissen Grad bedeutet, dass nach einer bestimmten Grenze diese Toleranz dann nicht mehr gilt. Eine dritte Möglichkeit wäre eben, dass man Intoleranz den Intoleranten gegenüber. Und da sieht man, wenn ein grobes Beispiel, wenn wir Hitler, Stalin, fantasieren wir, Hitler, Stalin bekämpft und umgekehrt, dann bekämpfen im Grunde genommen zwei intolerante Weltanschauungen und zwei intolerante Personen. Dieses Beispiel können Sie auch nicht nur politisch, sondern auch religiös. Dass es Religionen gibt, die für sich in Anspruch nehmen, die einzige wahre Religion zu sein. Sie geben zwar zu, dass die anderen Religionen entweder ganz falsch sind oder nur auch unterwegs sind, aber nicht die Kulmination aller Religionen darstellen. Also in dem Sinne dann Intoleranz der Intoleranz gegenüber. Und es ist interessant, können Sie mit sich selbst in diesem Sinne ein Experiment machen, dass wenn es mehrere absolutistische Überzeugungen im Raum stehen, das heißt, wenn es mehrere alleinselig machende Anschauungen im Raum stehen, dann braucht man nichts zu tun. Diese Weltanschauungen relativieren sich gegenseitig, da jede Anschauung eine Absolutheit, Exklusivität beansprucht. Also Absolutheit und Exklusivität. Absolutheit, mit der Absolutheit konnte man noch zurechtkommen, aber wenn Absolutheit ausschließlich oder exklusiv wird, dann wird eine solche Absolutheit in der Tat gefährlich. Nicht nur in der Theorie, sondern auch selbst in der Praxis. Und von daher muss man sagen, dass wer vor dem Relativismus Angst hat, hat eine Angst, die hausgemacht ist. Denn wer vor dem Relativismus Angst hat, liebäugelt in irgendeiner Form mit einem Absolutismus, sagt noch nicht. Denn wenn Relativismus bedeuten sollte, dass wir Menschen unterschiedlicher Ansichten sind, hinsichtlich der Probleme wie Erkenntnis, Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte, Philosophie und so viele andere Bereiche, wenn Relativismus dies bedeuten sollte, dann wundere ich mich, warum man kein Relativist sein kann. De facto sind wir in der Tat unterschiedlicher Meinung. Und auch hier hilft nur, wenn wir davon ausgehen, dass neben meiner Sicht
dass es neben meiner Sicht auch andere Ansichten gibt, die das Recht haben zu bestehen, ohne dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Argumentativ ja, nur Argumente haben auch ihre Grenze. Hier ist auch, nebenbei möchte ich erwähnen, oft meinen die Philosophen mehr als andere Akademiker anscheinend, Philosophen meinen, wenn ich richtig philosophisch argumentiere, dann überzeuge ich. Das heißt, dort wird das philosophische Argument durch den Erfolg der Überzeugungskraft des Argumentes definiert. Und wenn es wirklich gelten sollte, dass ein philosophisches Argument nur dann ein philosophisches Argument ist, wenn es überzeugt, dann muss man sich fragen, hat es je einen Philosophen auf der Erde gegeben, ob in Indien oder in China? Platon hat selbst Aristoteles nicht überzeugen können. Die anderen lassen wir. Die Hindu-Philosophen haben die buddhistischen Philosophen nicht überzeugen können. Die Taoisten haben die Konfuzianer nicht überzeugen können. Und es waren Rechtshegelianer, Linkshegelianer. Und hier, worauf ich hinaus will, dass in diesem Sinne grundsätzlich eine allein selig machende Interpretation zurückzuweisen ist. Nur anders ausgedrückt, wir sollen von zwei Fiktionen loskommen, im Sinne der Interkulturalität und Interreligiosität und auch zur Forderung interkultureller Kommunikation und Verständigung. Und diese zwei Fiktionen sind, es gibt nicht den einen absoluten Text. Es gibt aber ebenso nicht die eine absolute Interpretation. Und dies gilt nicht nur für die säkularen Schriften, politische, historische, sondern dies gilt auch für die sakralen Schriften. Und alle Religionen beweisen das, mehr oder minder, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt. Und wer davon ausgeht, dass es den einen Text gibt, dann ist die Frage, wie komme ich zu diesem einen Text? Doch durch Interpretation. Aber Interpretationen sind immer in Plural. Das heißt, wir können idealiter akzeptieren, dass es einen absoluten Text gibt. Nur der Zugang zu diesem absoluten Text ist nicht singulär, sondern ist plural. Mehrere Zugänge zu diesem absoluten Text. Also ein bisschen abgemildert gesagt, auch wenn wir annehmen, dass es eine richtige Interpretation gibt. Die Frage ist, wer hat sie? Und diese Frage wird nicht einheitlich beantwortet, weil es unterschiedliche Interpretationen der einen angenommenen wahren Interpretation gibt. Dann wäre das vierte Modell im Verhältnis der Toleranz und Intoleranz, Intoleranz den Toleranten gegenüber. Als Beispiel könnte man nehmen, dass alle Diktatoren sind intolerant den toleranten Demokraten gegenüber. Diese vierte Möglichkeit ist eigentlich, dass man Intoleranz den Toleranten gegenüber praktiziert. Hitler, Stalin oder noch so viele andere Diktatoren sozusagen sind den Menschen gegenüber intolerant gewesen, die eben demokratische Gesinnung hegten und pflegten.